Weil der wird jetzt ja gewardet. Sie Blue starten? Darf sie Blue starten? Muss ich ja, helfen? Sie, also, sie, du meinst Strat, aber sie kann eigentlich nicht invaded werden. Sie macht Raptoren, sie macht Raptoren. Du kannst auf deinem bleiben. Okay. Ist gut. Keine Ahnung, was aktuell so Jungle Speed angeht. Wenn ich Alter, what? Was los? Er text, wenn ich das fucking Jungle-Item gehe mit der Maus. Er text? Wie meinst du das, was? Gesamter Bildschirm ist voll. Wie meinst du? Achso, der text, ach so. Ja, ist wild, ne? Riot Games, die Jungle-Rolle, du kriegst ein Pokémon und dann Explosion. Ganz viele Schilder. Alter, das ist Alter, what? Einfach Herr der Ringe, einfach im Tab-Menü. Na, komplett geisteskrank. Ja, das ist lost, Leute. Dann gibt's die Nasus Passive. Lifesteal! 25 Lifesteal. Sogar weniger eigentlich. Ich push die ganze Zeit rein, oder? Kannst du mal Dinge pushen, ja, wenn du willst. Das ist komplett in Ordnung, aber das ist eh nicht so wirklich Killpush auf Decay. Ich freue mich auf den proxy-farbenen Maxim. Kale, immer an unser Urgott-Coaching denken, wurde gesagt, dass ich mache die halt komplett in den Arsch. Ja. Und du hast sie komplett in gestorben. And I did, so. Das hat sich richtig gut angefühlt. Das ist auch richtig gut umgesetzt damals. Das ist quasi instant geschafft, genau zu machen, was notwendig war quasi. Ah, Evelyn Pink. Erstes Blut. Sie hat geblutet. Oder er, Blitzcrank? Nee, S ist ein Golem. Ja, ich glaube, Evelyn meint das gut, aber man kann jetzt tatsächlich nicht ganken dann, ja? Ungankable, wir pushen rein wie Ast. Man, ja, so zwei Turtle-Shots getankt, das ist auf sich selbst sauer. Ist das schön. Ja. Ich habe aus der Lane gehen, Level 3 bekommen und dann Topline rennen, aber wir können nicht diven. Dash wird nix. Dash oh. Satz mit X. Ignite? Jetzt hat kein Flash. Einfach geflasht und der letzte Autotake hat nicht genug Schaden gemacht. Dann Recall TP und dann kannst du vielleicht sogar allein einsperren. Mal gucken. Boah. Ey, ich kann nicht TP. Ah, ja. Ich kann nur zum Turret TP'en. Das ist halt einfach schrecklich. Nice. Nice. Ich hab mein Portal nicht auf Anti-Smartcast. Ich hab gerade beinahe die Wand verhauen. Nicht, dass man an dem Backport mit dem W abbrechen kann, weil sie nicht dashen kann. Jetzt habe ich sie in der Lane eingesperrt. Ich frage jetzt, was bringt das? Wenn sie nicht basen kann oder viele Platten zu verlieren, ist das sehr, sehr gut. Ich kann jetzt auch direkt base gehen und toppeln rennen. Ich bin so in. Ja, das können wir machen. Ich bin in so 30 Sekunden da, wenn ich guten Portal kriege in der Base. Wir können die diven, wenn ich tanke. Oh, sie hat keinen Mana. Evelyn sagt auch, sie willkommen. Was wird nicht klappen mit Evelyn, Leben. Aber. Quasi auf der Wave, die gerade aus der Base kommt, wollen wir diven gehen. Aber das werden wir nicht wirklich schaffen. Evelyn wird nicht da sein. Sie will dann auch einfach Base. Ja, genau, wenn du sie halt einspielen kannst und auf die nächste Wave gepusht bekommst, dann können wir sie tauchen gehen. Jo, moved vielleicht. Ne, Jo, moved nicht. Okay. Genau. Ihre Ult kostet auf Level 1 noch 100 Mana, das heißt, sie kann damit noch nicht wirklich durchkommen. Sie bleibt da auch, also ist voll geil bisher. Wir lassen tauchen. Ich denke, ich habe die genannten 15. Hast du den? Ja, dann? Nice, ich denke, oder du? Ich denke. So, aufhören. Raus, nein, aufhören! Scheiße. Ja, aufhören. Ja, kann ich aufhören. Ja, aber ich muss noch einen Turmshot weniger nehmen, quasi. Und, danke, aber wieso war dein Level so unfassbar niedrig? Weil ihr seid Level 5, ich bin Level 3. Ist irgendwie, ja. Du bist da zweimal da. Das war richtig quasi. Schlimm. Ich hab das gar nicht geguckt, gar nicht gesehen. Also es war richtig gut von dir, sie rauszufliegen, wenn du dann nicht nochmal einen Turmagro nimmst. Das ist echt schon ein richtig guter Play. Ah, beinahe. My bad. Aber 1-2-1 ist okay.
Kenny ihn verpasst. Natürlich ärgerlich, Leute. Passiert. Natürlich jetzt Ausgleich den Zauberstab genommen. Ich denke, das ist Level 6, ne? Ich will nur die Wave pushen. Go, go, okay. Push, push. Ich. Keine Schuhe. Gestolpert. Jetzt hat sie wieder ein bisschen mehr Farm als ich, glaube ich. Das Ding ist halt, das ist so kleiner Baby-Damage. Leute. Ja, super lästig, den respektiere ich auch nicht. Bin ich nicht, ne? Da unten ist aber auch eine Baller-Lane, ey. Meine Spürflasche wäre einfach fein. Schade. Oh, mein Yasuo ist weg, ne? Oh, der Wirbelsturm. Ja, echt richtig guter Tornado von dem. Schöner Dodge auch. Jo, Maxim, Pure, let's go! Sehr gut, Leute. Ihr müsst mich ausgleichen. Wir müssen mich ausgleichen auf Botlane. Komplett gesmurft, der Yasuo. Verliert sich jeden Spamping von der Evelyn. Huge! 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 Well played, Mann. Well played. Schönes Ding. Noch quasi indirekt Kale tilten, Leute. Und die macht hier oben alles richtig und BÄM! Gepunished vom Team. Boah. Krieg ich eine Platte oder verliere ich da 10.000 Leben? Ich verliere 10.000 Leben. Nice, wichtig. Nein. Mit 9 HP von Gragas. Gib mir Level ab hier, Mitte. Gib mir Level ab. Yo. Nein, ich schaff die Minions nicht. Leute, das reicht nicht. Das Gift ist nicht stark genug. Ich habe eine Wave jetzt vielleicht nicht bekommen. Puh. Wenn ich das überlebt habe, ist auch wieder illegal eigentlich. Echoes of Helia. Ja, Leute, Range Toplaner, ne? Also wer das spielt. Okay, du und ich, wir gehen jetzt Maxim Toplane ganken, okay? Nee, ich glaube, wir schaffen die nicht, oder? Mit Evelyn. Der heißt unser Jungler. Gorka Kai. Ich hoffe, der hört mich. Ja, der dreht gerade um. Sehr geil. Ich glaube, die Kay hat das auch gehört. Na, hoffentlich nicht. Ich nehme Tobago und ihr macht den Damage. Und hinterher nehmt ihr Tobago resetten, wenn sie ultet, okay? Sonst bin ich nämlich tot und dann stirbt ihr auch. Ich bin auf dem Ward, ja. Aber das ist okay. Ja, Evelyn, fightet. Hey, soll ich da helfen? Ich komm da nicht richtig hin, ne? Ich komm da hin. Oh, ich auch. Oh, wenn ich das dann sitze, ich tot. Nicht! Ich kann nichts hören. Nein. Ich bin taub, ich bin 10. Das ist nicht bad, das ist nicht bad. Oh. Sie ist gestorben, die Wave. Ja, sehr geil, siehst du? Richtig Tolkien reingeht. Warum ist der Jin hier? Alter, mit dem. Warum ist der Gragas hier? Was ist das denn? Also, so funktioniert Toplane nicht, by the way. Der war nicht schlecht ursprünglich. Not that bad. Werden wir eigentlich in Ruhe gelassen. Der Turm ist doch noch da unten. Ja, also, dass auch die Wolle dann hochrotiert ist, habe ich auch nicht erwartet. Aber die könnte ich mal lane. Ich komme gleich zu dir wieder. Und Yas ist auch da. Rein. Ja. Yas. Die Ult. Die Ult. Welcher Champion? Also, ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Knock-Up. Oh, er hat gleich. Ja. Nein! Egal, ich bin nicht, ich sehe nichts. Nice. Was ist das Meme mit ich sehe nichts? Woher kommt das? Ich sehe immer nichts. Ich sehe nur den Tod. Das Blut des Feindes. Das ist jetzt Bock. Okay, Gragas sind auch hier, genau wie ich. Gragas sind über die Wand gejumpt. Wie lange? Ah, okay. Ist hier Früchte unten? Leider nicht. Doch hier. Genau. Ah, den nehme ich. Lass es dir schmecken. Dongle. Für Jin ist auch mega ungeil, oder? Egal, wo er hingeht, irgendetwas Yasuo-mäßiges ist da.
Boah, der Drive. Ignite Proc. Oh, der Stun-Up. Oh, ich kann nicht. Ich kann nicht. Wo renne ich hin? Warum nicht, Maxim? Oh, ich hab sie ist noch mal ins Gift gelaufen. Nice. Das ist ja super dumm. Ja, nice. Ja, das gefällt mir, muss ich sagen. Was sagen wir, die League spielen ist immer wieder ein Highlight, ist so geil. Ah, ja, sie ist auch ins Gift gelaufen, weil, die ist doch dumm. Sie stand einfach da, hat gewonnen und sagt sich, ein Step mache ich noch. And dead. Anti-dead. So viel Action auf Top-Lane. Wir haben jetzt Harry bekommen. HDP ist hoch. Mit 3er Schuhe. Das ist ja hier sehr gut, weil der Gegner viele Slows hat. Macht das überhaupt noch was mit Slows, die ja, Schuhe? Ja, ist sehr gut. Habe ich auch gekauft, deswegen. Geht eigentlich, Leute, wenn man sagt 3er Boots? Ja, ich glaube, das versteht der Großteil des Chats. Obwohl es keinen Sinn mehr das gibt, aber also, du bist halt alt genug wie ich in die Kopfleitnitz. Das ist richtig. 1er Boots, 3er Boots, 5er Boots, klar. So, jetzt Rylai kann uns nicht mehr chasen, Leute. Never chase the singed. So, wir haben jetzt hier einen Vertrag. Einen Proxy-Vertrag. Boah, die arme Cutter. Digga, hat den 3 Leute nochmal reingedasht? Oh, was? Junge. Die haben einen Stein gedodged und dann hat sie einfach den Rest der beiden offplayed. Oh. Oh shit, das wollte ich wollte ihn treffen. Oh verdammt, ich hab's nicht ganz gut angewinkelt. Mein Fehler. Es war auch genau zwischen Higher Lower Ground. Ich dachte, ich wäre so knapp draußen, aber ich war nicht knapp draußen. Pass auf. Zu den besten Dice der Welt sehen? Ja. Jetzt drückst du gleich eh auf dich rauf. Du hast Damage, ja, du machst ganz viel davon. Boah, ich mach. Guck mal, hast du gesehen? Das ist der Cinched-Modus. Die Leute springen nochmal zu mir, um nochmal zu spüren, ist es wirklich Gift? Ist das echtes Gift? Oh, die Antwort ist ja. Antwort ist yes. Ja. Ich kann Top-Lane halten mit Mr. Young hier aus der Basis. Mal gucken. What the fuck? Den hätte ich auch noch gerne bekommen. Ich wurde sogar gesehen, ja geil. Boah. Wie nett wir beide sind. Oh, Früchte. Ja, eine Ernährung. Aber dann gibt's ab und zu doch Fleisch. Zum Beispiel von Kale. Fleisch. Bleib stehen! Joink! Gib mir die Flip! Boah. Das Thema mich fokust, mag den nicht. Also wir schaden. Sieht halt deine HP-Bar, ne? Die ist schon sehr einladend, muss man sagen. Ja. Und sie geht auch with end first item, die wird richtig stark werden, tatsächlich, einfach vom Item-Bild her. Die nächste Wave essen wir auch noch. Du hast einen Gragas, darf er das? Nicht. Hab ich genug HP? Wenn du Ult gleich hast. Yo. Nice. Oh, zählt als überlebt. Ja, ist richtig. Alter, was ist ein strahlende Tugend? Das habe ich noch nie gehört, den Namen. Ist es ein Item? Auf Deutsch? Was ist das denn? Magischen Schaden. Ja, Leute, ich habe gar keine Ahnung. Ich hole mir erstmal das hier. Ich hole erstmal alles, was wie Rylai gebaut wird, okay? Imperial Mandate. Geh mal Imperial Mandate. Safe OP. Geh mal Pyramided. Vertrau mir. Hm. Du kannst nach Demonic Embrace in Pyramided gehen und dann gehst du Jack Show und dann bist du Bro. Jack Show? Ja, aber erst nach Demonic. Du gehst gerade Demonic, ne? Geh Demonic, ja. Ja, dann mach mal danach, genau. Hab Vertrauen, Max. Ah. Hab Vertrauen. Radiant Virtue ist das Item, was du gekauft hast. Ah. Oh, warte, Echo of Helios ist ein Mythic-Item? Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Lol. Das ist ja fantastisch. Ich bin Leucaster, by the way. Leucaster. Aber die spielen noch nicht auf dem Patch, also erst seit einen, zwei Tagen. Lol. Ich habe ihn einfach geflippt und es ist nichts passiert. Weißt du, der Patch, der jetzt kam, ist größer als der gesamte Preseason-Patch. Das ist quasi gerade Preseason, was wir spielen. Also von der Größe des Patches her. Ist viel größer als was im Januar war oder im Dezember. Aber das ist doch geil. Ja, also ich mag Änderungen extrem. Ist halt nicht so balanciert gerade das Game, aber es ist halt cool, dass es Änderungen gibt. Auf jeden Fall. Oh. Bin ich ja immer. Wenn wir denn jetzt noch hin? So geht er hoch. Ja, auf jeden Fall die Camps. Die Surrender? Chasen? Noch Chasen? Du bist Angst, geworfen zu werden. Oh, warte, das hat gezählt! Ja, die Wand ist bereit! Wann ist der denn? Genau wie Maxim als Türsteher.
Was? Haben die Ecke angeregelt. Einfach nur Kulanz von Riot Games. Na gut. Und der Djinn ist auf jeden Fall nicht kulant mit seiner, seiner Lebensweise. Oh. Wenn ich unten treffen würde, wäre es besser. Und wir können hier reinspielen mit Yasuyon, dem Bruder. Ja, ich renne. Ah, du wirfst auf mich! Weil es nicht schwer das war, das so anzuwinkeln? Ja, danke schön. Oh, ich war. Oh, nice Ult! Oh, ich bin so dead. Jetzt bin ich durch Zugucken gestorben. Schadenfreude hat dich in den Arsch gebissen! Sieht schon. So, wo ist Imperial Mandate? Wie heißt denn das? Mandate. Doch! Reale Verfügung. Genau, Imperial Mandate und dann Jaxo. Und dann bist du broken. Weil quasi, wenn immer du Leute slowst, machst du mit Damage und du slowst dir die ganze Zeit, weil du Riders hast. Ja, stimmt. Ist gut. Dann hol ich mir jetzt ein schönes Buch. Imperial Mandate. Und das ist auch schon 5 Dark Souls Decks, weil du gerade. Du hattest 10, du bist bloß gestorben, genau wie ich. Stimmt, das habe ich auch nur seitdem. Ist auch nicht wert. Also gerade wenn du 5 Stacks hast, kannst du auch Majors gehen, wenn du dich confident fühlst. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde einen confident TP machen. Okay, der Flanker. Der Flanker war singed. Singed, sag ich schon. Flanker Djinn. Ey, das reicht schon, danke. Herzinfarkt. Ein groß. Okay. Also, der Djinn ist noch da. Ich glaube, er ist sehr tot. Oh, nice Flash, though. Nice. Kann ich wieder Mitte gehen? Gucken wir die da fighten können. Guten Flip-Kills. Es ist bald soweit. Aber warum ist Gragas hier? Hä? Boah, die Brüder. Ja. Oh, die Katharina. Blitzcrank. Blub. Sehr gut. Sehr super krasser Apache-Stamm. Wir werfen die Gegner mit Worten. Mit Äxten. Mit Äxten, Worten. Mit Pfeilen. Die Kate zieht aber oben durch, ne? Also Aha. Sie kennt nichts. Der erste geht jetzt für sie. Wird time to say bye. Tschüss sagen an die Kate. Davon ist nein. Sie kaltet ihn, aber er hat Blutluster Galeforce. Wird der Galeforce investieren? Nein, Maxim nein, rotiert aber dazu. Ich rotiere. Bereits er. Er kann doch nicht ulten, ja, so, er macht keine Ult. Dem Flipscreen. Oh, und Flippity wapped up! Flippity bop bop bop! Vielleicht low. Die ult nicht. Bop! Verbrannt, vergiftet. Einfach nur weggehonigt. Demonic embraced! Maxim embraced seine Demon-Form. Wieso? Hast du Diablo gespielt schon? Ich hab Diablo schon einmal durch. Du hast einmal durch! Wie, also einfach nur... Oh! Aber warte. Weltstufe 2 Hardcore? Direkt am Anfang oder was hast du gemacht? Oder hast du Story gemacht? Weltstufe 1 habe ich noch gespielt. Okay. Story. Also ich habe alles Mögliche so gemacht. Boah, die Story habe ich quasi ganz entspannt genossen. Wirklich sehr gut. Das spiele ich am Laptop nochmal so ein bisschen. An deinem Pulper Gaming Notebook? Nee, das nicht. Da brauche ich noch eins. Nehme ich mir eins mit. Das ist tatsächlich noch mein altes. Ja, ich muss sagen, das Setting des Games ist so geil. Es macht so Spaß. Und ich bin erst so. Wer ist Level 15? Ich bin noch nicht weit. Ist man mit der Story so Level 50 durch oder wann? Oder wann ist man durch mit der Story? Normalerweise ist Level 50 fast immer eine Punktlandung. Ja. Okay. Das ist so meistens das Ende. Ich war, glaube ich, auch 51 oder sowas oder 52. Also, du hast dann schon so ein paar Paragon-Punkte. So ab 50 kriegst du quasi nochmal so ein Tech-Tree, sag ich mal. Skill-Tree eher. Aber. Also ich habe auch sehr viele Sidequests tatsächlich gemacht. Same. Das Coole ist, dass einige Sachen auch accountübergreifend sind. Das ist halt übel. Nein, so hast du so Statuen, die quasi deine Base-Stats erhöhen. Mhm. Irgendwas. Von Lilith? Also von allen möglichen. Ja, diese Lilith-Statuen, richtig. Mhm. Und die sind dafür da, dass deine anderen Klassen, die du dann auch spielen magst, auch schon verbessert sind. Okay. Das heißt, du kickstartest quasi eigentlich schon dein nächstes Game. Und wenn du irgendwann das Pferd freischaltest, kriegt man da auch das Pferd instant. Auch auf jedem Account dann, auch wenn du Level 1 bist. Denn? Ja, genau. Ist das quasi dann auf jeden, ist mega gut. Mal der Djinn hat Ghost. Ich wollte ihn gerade Tower diven und er hat einfach fucking Ghost angemacht. Die Hälfte der AP. Okay, das ist aggressive.
Jin. Ich bin so sauer auf mich selbst, ich bin so sauer auf mich selbst. Ich hab den Jin hier an den Turm gebunden. Au. Au. Du bist tot. Au. Ja, vielleicht auch. Vielleicht geht er nochmal ins Gift rein. Wir sterben gerade überall, ne? Wir trollen. Wir werfen. Gut. Game is rough jetzt. Ja. Weitwurf. Ist ja nicht schlimm. Oh, ich hole mir jetzt was? Jacko. Jack to the show. Recht. Sogar vorgeschlagen. Papa, er hat den Drake gesteals. Ja, so. Oh, jetzt die Old Blanc, schade. Oh mein Gott! Der Montage Main! Das war wirklich sehr gut, muss man sagen. Der Wirbelsturm kam einfach noch direkt aus der Hüfte so raus. Ey, verrückt, dass er den noch durchbekommen hat. Mr. Ace, wird er hier bleiben? Wird er sich noch trauen? Kannst du reinqueuen, da oben. Ja, aber der ist doch nicht da drin. Oh, oh ist gestunt in der Base! Ich hab Flash gehört, ey. Sad Smiley Face. Dann töte ich mich jetzt wieder Botlane? Wir flashen müssen, damit ich das schaffe rechtzeitig, schade. Ja. Jetzt hätte ich mein Chat meinte zu mir, dass ich safe früher spiele. Das ist alles immer Diablo überhaupt spiele, egal welches Installment. Und ich bin halt wie gesagt hart. Oh, ich komme. Wie gesagt, auf Hardcore unterwegs und die meinten alle, ich werde safe so Level 30 spätestens sterben. Was glaubst du, Maxim? Was sterbe ich? Also, das Ding ist halt, die Gegner skalieren halt mit Level in dem Game. Genau, das heißt, du hast dann irgendwann deutlich schlechtere Items, als die Gegner Schaden machen. Deswegen ist Level 30, ich würde schon sagen, schon vorher. Es kommt auch an, was du halt machst. Ne? Wenn du so storymäßig bleibst, ist es auch in der Regel recht entspannt. Okay. Das, was tatsächlich super schlimm sind, sind so Stützpunkte oder so. Stützpunkte. Es gibt so Orte, die du quasi befreien musst von 1000 Dämonen. Die haben ein paar wilde Gegner quasi drin. Also die Sidequests und Dungeons sind tatsächlich schlimmer als die Hauptstory. Okay. Die Hauptstory ist von der Schwierigkeit her sehr überschaubar. Aber du kriegst halt ultra viel XP. Also warte, wenn ich einfach Hauptstory mache, komme ich durch. Easy. Aber easy würde ich nicht sagen. Also es wird dann irgendwann der Moment kommen, wo du einfach nicht weißt, was der Gegner macht. Und dann ist es ein One-Shot. Ach wirklich? One-Shot? Es gibt ja keine Ahnung, es gibt so Gegner, die holen halt übelst lang mit der Axt aus und hauen die dann runter. Dann bist du dead. So, es kommt auch an, was für eine Klasse du spielst. Ich bin Magier und ich habe 2 Teleports schon. Oh, ja, gut. Dann, also ich kann nicht sterben eigentlich. Okay. Dann, also wenn du das schaffst so, wäre ich natürlich mega impressed. Warte, was hast du gespielt? Barbar gespielt. Auch cool. Wollte ich auch eigentlich. Barbar ist halt schon... Also ich spiele halt mit Controller so, tatsächlich. Barbar geht das halt... Also ich will halt noch couchiger haben, weißt du? Mhm. Und das hat sich wirklich sehr gut gespielt. Und du kriegst dann einfach random auf die Fresse von Sachen, die du halt nicht kennst. Ich versuche nochmal in die Mitte zu rennen, oder sterbe ich da? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, Baron. Wir haben Nash verloren? Ja, Baron ist ein bisschen gegangen, aber ist ja nicht schlimm. Aber oh, Bruder. So, ja, am Butcher kann man natürlich immer sterben, ja. Das ist halt so der normale Hardcore-Killer. Wenn du den Schlachter da zufällig treffen soll. Deswegen geht man quasi als Hardcore nicht in Dungeons rein, weil in Dungeons könnte der spawnen. Ich gehe die ganze Zeit in Dungeons rein. Wie sieht der doch, aus? Also das kann ich mal wegrennen, wenn er kommt, oder? Es ist so ein Typ mit einem übelst großen Hackeball. Aber der hat tatsächlich eine normale HP-Bar. Also er wirkt erstmal unscheinbar. Man könnte denken, dass das ein Mob ist, bis man bemerkt, dass man dem null Schaden macht. Und der einen hooken kann und so ein Scheiß. Einfach wegrennen, wenn er kommt, oder nicht? Das war's halt. Korrekt. Einfach das teleportieren. Ist die normale Vorgehensweise, aber manchmal schafft man es halt tatsächlich nicht wegzurennen, weil es zu wenig Platz ist. Haft. Ich habe 70 Euro für das Game bezahlt, ich muss jeden Dungeon mitnehmen. Ja, man macht das. Also dann bist du tatsächlich, dann kriegst du deinen Spaß da auf jeden Fall wieder rein. Dann hat das halt schon Elden Ring Niveau. Das ist das. Genau, wann er hält und Elden Ring. Dass das die schiere Spielstunde angeht. Wir brauchen den, oder? Alter, wie du da nicht reinkommst. Okay, jetzt wollen wir wieder Fokus. Mein Fehler. Oha, Evan hat noch jemand gegessen. Gemeinsam. Jetzt hab ich die ganze Zeit geworfen. Na, die Kayle ist da oben drüber gefahren, ne? Über den Jona. Jep, hat ihn überfahren. 3 Level über ihm, er kann da nicht fighten, leider. Wombo, der zerstört. Ja, schön ist da rein, ne? Ja, ich glaube, wir müssen ihn in den Mittleren abgeben. Habt ihr keine andere Wahl. Oh, Evelyn sagt, ihr habt eine andere Wahl und sie kriegt gleich... Oh, okay. Nö. Boah, das heißt, wir nehmen mal den hier. Nö. Wo war die Yasuo-Ult? Hat er, glaube ich. Ja, ich war sie nicht.
Hat den Kill. Okay, ja. Ich flippe sie. Oh, die Kale. Kale angry. She angry. Oh, jetzt haben sie gemisst. Wollt sie mit dem Minion stun? Oh, yo, yo, yo. Oh, 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 er ist tot. Das war so close. So eine Pentakill. Wo ist unser nächster Spieler? Renn, hier durch, da durch. Oh, shit. Ah, wieso bin ich denn so langsam? Geht nicht. Ich kann nicht langsam sein. Ich fürchte... Bestimmt dein Imperial Mandate. Okay. Warum guckst du dabei zu mir rüber so? Oh, Mann. Ich hätte jetzt ein richtiges Item haben können. Ey, das Item ist voll gut wirklich auf dir. Also... Lest mal das mal durch, indem ich Tab drücke. Mach. Mach. Lies durch. So ein Kaminfeuer anmachen. Das kostet 2100 Gold. Eigentlich würdest du es als erstes kaufen oder als zweites. Vielleicht als drittes nicht ganz so gut, aber... Ist echt trotzdem ein richtig starkes Item gerade. Ist not bad. Tankin ist dadurch, ne? Ist auch interessant. Ist not bad. Gegenstand. Ja, sind allgemein halt gerade sehr behind, aber... Nicht jemals auf Kale... Kale... Oh, shit. Zuerst irgendwie mit halbwegs normalen Items begonnen. Warum ist so viel AD in dem... In Wits End drin? Aber ist doch schon immer ein AD-Item. Was shredded doch, oder? Nee, es hat früher geschreddet, jetzt nicht mehr. So, jetzt fahren wir da drüber. Ja, ich meine, der Jhin und die Kale sind sehr stark mittlerweile. Ey, den Jhin fahre ich auch drüber. Okay. Kale, ja, die Kale ist wirklich eklig. Wir müssen sehr aufpassen, bis Evelyn wieder spawnt. Cool. Aber wir kriegen den Catch. Renn, Maxim, renn! Running. Schließ da rein, das war's, sie ist tot. The fuck, die Hitbox-Berechnung ist so weird. Jetzt... Wir sind aber überlegen, ne? Ja, wenn Evelyn spawnt, dann Evelyn spawnt, können wir rein, okay. Geh rein. Ja. Okay, also dass Jhin wegdashen kann, ist unfair. Ah. Der hoch zählt auch nicht. What, sie hat überlebt? Ja. Alter, was ist mit Kale? Level 17k mit 3,5 Items, oh oh. Ich fürchte, das wird hart zu halten. Ich dachte, wenn ich den wehe, ist er quasi so gut wie tot. Aber da habe ich mich verrechnet, leider. Jetzt. Sie hat keine Ult, oder? Ja, keine Ult. No joke. Okay. Ult. Oh, bitte stirb, okay. Alter, ja so, Design Choice Award. What? Design Choice. Ah, er weiß nicht, wie er töten soll. Okay, Jhin. Ich krieg sie. Bam, bam. Hat er überlebt. Wo bin ich? Oh, geile Windfall von dem Mann. Flip. Jetzt spot den noch irgendwie clean und dann müssen wir versuchen, Nash zu contesten. Okay. Nash ist schon wieder fast da. Müssen unsere Waves rauspushen, wir sind gleich 3 in Hips down. Der hochgehen? Durch die Piet? Nee. Nee, aber. Ganz nach dem Ende einfach Base gehen. Ich glaube nicht, dass er den Inhib selbst nehmen sollte, nur den Turm. Onk. Was macht eigentlich mein Item überhaupt, Echo Ophelia? Keine Ahnung. So geil. Was macht mein Item überhaupt? Weißt du, dass jeder Bart das spielt, aber ich gucke halt eigentlich nur Competitive Games gerade. Da kommt niemand an dieses Item, wenn jemand Bart spielt. Nein, ihr dürft nicht für den Nip gehen, nur die. Nein! Ja, nice. Ich glaube, es war ein bisschen Anti-Synergie gerade da. Ihr müsst unbedingt raus. Der Suhe will halt kämpfen, ne? Ihr müsst raus, das machen die direkt noch das Nashorn oben drauf. Shut down. Die machen das Nashorn. Können sie ja nicht machen, wenn ich. Ey, wieso ist denn so schnell? Das geht doch nicht! Das ist denn jeder schneller als ich? Vielleicht bin ich zu nah rangegangen. Der stieg mir jetzt Träne vor. Das ist praktisch noch das Game. Okay, die werden vielleicht enden, oder? Die sind noch aus. Die müssen nicht Nash machen. Lol, wie geht denn das bitte? Was? Die Reichweite ist so crazy mit dieser Tempo-Erweiterung. Ja, I think that is game. Dass er mich da hinten kann und meine Ult side steppen kann. Verrückt. Gut, war ein richtig schönes Singed-Game, Leute. Oh, so spielt man den. Oh, die Flashes.
Aber ich renne noch einmal rein. Ja, flip die Kelle. Ja, nimm den nicht. Ah, ich flippe umgehen! Geil. Ich dachte, ich flippe den und renne rüber, aber er hat sich gebuffert. Er war immer komplett verwirrt. Für dies. Da musst du machen, Leute. Immer wieder in den E-Raum mit Zuschauern zu spielen. Macht voll Spaß. Wenn man ein bisschen was Verrücktes machen kann. Boah, das stimmt. Und den? So? Ja, so muss geordnet werden. Der Mann hat ja geschmurft. Er hat wirklich geschwitzt. Dann wurde er von seinem Bart runtergerannt. Oh. Der war noch mit dir auf einer Lane. Ist ja noch schlimmer. Oder? Ich war nicht mal da, die große der Zeit. Boah, ich trinke noch einen Schluck. Ja. 45 Minuten haben wir noch.